könnt ihr auch machen. Es ist so easy. Ich liebe diese Farbe. Good job. Thank you. Herzlich willkommen zu Mein Atelier. Heute sind wir hier mit Philipp. Hallo zusammen. Und wir sind in Cannes bei den Filmfestspielen. So sieht's aus. Wir haben die 70s wiederbelebt. Sie hat das Make-up selber gemacht, ich habe mir den Haaren ein bisschen geholfen und das ist das Ergebnis. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Und ganz ehrlich, wenn ich es schaffe, dann schafft ihr es auch. Das stimmt. Wir haben die Haut schon vorbereitet, wir haben sie konturiert und die Augenbrauen in Form gebracht. Und jetzt bringen wir ein bisschen Farbe ins Spiel. Ja, ihr könnt euch freuen, denn wirklich nicht nur das Lid wird farbig, sondern auch die Wimpern. Der 70s Glam Look fängt mit dem Color Queen Oil Shadow an. Wenn ihr das Produkt aufnimmt mit dem Pinsel, einfach ein bisschen auf den Handrücken abklopfen, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr nicht zu viel Produkt auf dem Pinsel habt und dann könnt ihr sofort wieder anlegen. Und jetzt haben wir auch schon das zweite Auge fertig. Ich liebe diese Farbe, mega cool. Ich möchte aber ein Highlight setzen, deswegen greife ich zur zweiten Farbe. Das trage ich aber ehrlich gesagt einfach mit dem Finger auf, das könnt ihr auch machen. Das lässt sich auch ganz leicht verblenden. Tada! Und schon geht's weiter mit dem nächsten Highlight. Die Paradise Mascara gibt's in Blau. Das ist echt ein Glamour-Look. Um den Glamorous-Look abzurunden, brauchen wir natürlich eine schöne Lippe. Und dafür Colorie Shine. Denn er verschmiert nicht und sorgt für ein glossy Finish. Hier würde ich euch einen Nude-Ton empfehlen. Da die Augen ja schon sehr intensiv sind. Es ist ein mega Look geworden, super glamorous und es geht total schnell im Handumdrehen. Was uns aber noch fehlt, finde ich, ist der passende Hairstyle. Das stimmt. Zack. Mhm. Es ist so easy. Einfach so ein bisschen überziehen, vom Handwinkel ruhig ein bisschen drehen, ruhig trauen. Ein bisschen Haarspray, um die kleinen Haare zu beruhigen. Gerne auch ein bisschen die Hand sprühen. Drüber fahren, da habe ich zu viel Produkt im Haar. Alright, that's it. Das ist unser 70s Look, unser Glamorous Look. Den kann man ja natürlich nicht nur an Motto-Partys verwenden, sondern einfach mal zum Abends weggehen. Oder auch wenn man Lust hat, zu Farbe zu greifen tagsüber. Why not? Good job. Thank you.